Well, at what time did the SS perform this function of acting as the executor of the Nazi Party? Nachdem nach der Machtergreifung die Polizei mehr und mehr in die Hände von Himmler gelangt ist, kann sich für ein Außenstehender nicht mehr klar das Bild abzeichnen, wo war SS tätig, wo war geheime Staatspolizei tätig und so weiter. Ich sagte vorhin schon, dass dann diese beiden sehr eng zusammengefasst wurden. Now, that is the type of government. Government which we've just been describing is the only type of government, the type of government which you think is necessary to govern Germany. Ich möchte nicht sagen, dass die Grundmerkmale dieser Regierung und das Notwendigste an ihr die sofortige Einrichtung der geheimen Staatspolizei und die Konzentrationslager zur Aufnahme unserer Gegner waren, sondern wir hatten darüber hinaus noch außerordentlich viel wichtigere Dinge als Regierungsprogramm festliegen. Und es sind nicht dies die Grundsäulen unserer Regierung. But all of these things were necessary things, as I understood you, to protect... Ja, diese Dinge wurden notwendig aufgrund der vorhandenen Gegnerschaft. Yes. And I assume that that is the only kind of government that you think can function in Germany under present conditions. Unter den damaligen Umständen war sie nach meiner Auffassung die einzig mögliche Form, und sie hat auch gezeigt, dass Deutschland aus seinem tiefen Elend der Verarmung und Arbeitslosigkeit in kurzer Zeit zu einer verhältnismäßigen Blüte wieder gekommen war. You have related to us the manner in which you and others cooperated in concentrating all authority in the German state in the hands of the Führer. Is that right? Ich habe von mir gesprochen, wie weit ich da mitgearbeitet habe. Is there any defendant in the block, in the box, that you know of who didn't cooperate toward that end as far as was possible? Dass von den hier Angeklagten keiner
in einer Obstruktion oder Opposition zu dem Führer von Anfang an gestanden hat, ist klar. Aber ich möchte hier aufmerksam machen, dass wir immer verschiedene Zeitabschnitte unterscheiden müssen, denn die Fragen, die an mich gestellt werden, sind zum Teil sehr allgemein und es handelt sich doch um einen Zeitabschnitt von 24, 25 Jahren, wenn man den gesamten umfasst. Und für Deutschland zweckmäßigere Maßnahmen zu treffen waren. And yet, because of the Führer's system, as I understand you, you could give no warning to the German people, you could bring no pressure of any kind to bear to prevent that step, and you couldn't even resign to protect your own place in history. Es sind dies viele Fragen auf einmal. Ich darf auf die erste zurückkommen. Well, separate them if you wish. Die erste Frage lautete, glaube ich, ob ich keine Veranlassung genommen hätte, dem deutschen Volk etwas darüber zu sagen, nicht? Dazu hatte ich keinerlei Verantwortung. Wir befanden uns im Kriege und derartige Meinungsverschiedenheiten oder Ansichtsverschiedenheiten über strategische Probleme konnten nicht vor das Forum des Volkes während des Krieges gebracht werden. Ich glaube, dass das in der Weltgeschichte noch nie geschehen ist. Zweitens, was meinen Rücktritt anbelangt, so will ich darüber überhaupt nicht diskutieren, denn während des Krieges war ich Offizier, Soldat. Es hatte nicht damit zu tun, ob ich eine Auffassung teilte oder nicht. Ich hatte nur meinem Vaterland als Soldat zu dienen. Zum Dritten ist es nicht meine Aufgabe, einem Mann, den ich meinem Eid geschworen habe, jedes Mal zu verlassen, wenn er sich nicht meiner Ansicht fügt. Dann hätte ich gar nicht von Anfang an mich ihm verpflichten brauchen. Auf die Idee, den Führer zu verlassen, bin ich nie gekommen. Das ist außerordentlich schwer zu sagen. Jedenfalls nach meiner Überzeugung verhältnismäßig spät. Also ich meine, zu einem späten Zeitpunkt hat sich bei mir die Befestigung gebildet, dass der Krieg verloren sei. Vorher habe ich immer noch an eine Remischance gedacht und gehofft. Events. Ich sagte eben also, Januar 45, Mitte bis Ende Januar 45 war für mich sah ich keine Hoffnung mehr. Was Hitler's policy never to negotiate, and you knew that as long as he was head of the government, the enemy would not negotiate with Germany. Did you not? Dass die feindliche Propaganda betonte, mit Hitler unter keinen Umständen zu verhandeln, wusste ich. Dass Hitler nicht verhandeln wollte, unter keinen Umständen, das war mir auch bekannt, aber nicht in diesem Zusammenhang. Hitler wollte verhandeln, falls Verhandlung ihm irgendeine Aussicht ergeben hätte. Völlig aussichtslose und zwecklose Verhandlung wünschte er allerdings auf keinen Fall. Oh, go ahead, John.